was passiert, beziehungsweise was solltest du tun, wenn du Geld überweist und dabei einen Fehler machst und das Geld zum Beispiel an einen falschen Empfänger rausgeht. Ob du eine Überweisung mittels Online-Banking ausführst oder zum Beispiel einen Überweisungsträger per Papier ausfüllst, es kann durchaus sein, dass du einen Fehler machst und bei der IBAN-Nummer, sprich bei der Kontonummer des Empfängers, zum Beispiel einen Fehler einbaust. Hier kann es dann durchaus sein, dass es diese falsche Kontonummer tatsächlich gibt und das Geld dann an jemanden rausgeht, den du überhaupt gar nicht kennst und der das Geld auch gar nicht empfangen soll. Wenn du diesen Fehler bemerkst, dann gibt es nur eine richtige Aktion, nämlich komm ganz schnell auf uns zu, denn wir können das durchaus noch bereinigen. Denn je schneller wir wissen, dass der Betrag, sag ich mal, falsch rausgegangen ist, umso schneller können wir dann reagieren und können versuchen, die Gutschrift auf dem Empfängerkonto aufzuhalten. Dies klappt auch sehr gut, wenn du die Überweisung online getätigt hast und der Betrag sofort rausgegangen ist. Auch hier gibt es gute Chancen, den Betrag wieder zurückzuerhalten. Sollte der Betrag aber tatsächlich beim falschen Empfänger aufs Konto gutgeschrieben worden sein, dann darf der Empfänger das Geld nicht behalten. Er muss es zurücküberweisen. Das kann dir natürlich auch passieren. Auch du kannst durchaus Geld von einem falschen Adressaten bekommen, Geld, was dir in dem Sinne dann gar nicht zusteht. Auch hier ist der richtige Weg, dich an deine Bank zu wenden, um die Rücküberweisung zu veranlassen.